Nach 40 Sekunden geht die hoch, die tickt immer schneller. Der weiß jetzt, dass nur 10 Sekunden sind. Dann weiß man jetzt, dass auch nur noch so etwa 5 Sekunden sind. So, jetzt sind 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. So, meine Freunde, ganz herzlich willkommen. Ich begrüße euch im Counter-Strike Global Offensive Hauptmenü bzw. in der Map-Auswahl. Und zwar wollte ich noch eine Kleinigkeit ansprechen, das mit dem Giveaway. Ich werde es jetzt so machen, dass ich auch jedes Video etwas rausgebe. Allerdings ist das nie viel. Ihr seht, was ich alles drin habe. Das kann ich euch gerne weggeben. Wenn euch ein Sticker richtig gut gefällt, hier von denen hier oder von denen hier, die ich noch im Inventar habe, wenn ich die ausrüste, dann natürlich nicht. Dann schreibt es doch mal in die Kommentare, genau den Stickernamen und einen netten Kommentar dazu. Video liken, abonnieren natürlich und dann seid ihr da dabei. Und wenn es ein netter Kommentar ist und der mir gefällt, dann nehme ich euch und vergebe das. Sonst vergebe ich es halt nicht. Okay, aber jetzt kommen wir, nachdem wir das Organisatorische auch mal geklärt haben mit den Stickers und so, das bei mir läuft, hier, das sind die Maps, die wir im Moment haben und ich werde mit meiner CSGO Essentials-Reihe weitermachen, wobei essentielle Sachen habe ich ja jetzt vermittelt. Jetzt kommen wir zu den Maps. Und vor allem wurde sich da die Map, also es gibt ja drei neue Maps im Map-Pool, und zwar wurde sich die Map Biome gewünscht. Also ich werde jetzt über Biome ein Video machen und das heißt, wir starten doch mal Competitive No Bots, die werden wir eh später adden. Offline with Bots, Biome. Und dann wird Biome hier reingeladen und wir schauen uns die Map doch mal an. Also, dieses Tutorial wird jetzt erst einmal sich mit der Map beschäftigen. Und zwar ist sie, werden die meine Essentials jetzt Map unterteilt und auch Site unterteilt sein. Also einmal ein Terrorist und ein Counter-Terrorist und wir beschäftigen uns jetzt halt mit DE Biome. Warum DE-Biome und nicht nur Biome? Da oben steht doch Biome. Ganz einfach, DE steht für Diffuse Maps und CS steht für Counter-Strike Maps, also Hostage Rescue Maps, auch wenn das ein bisschen verwirrend für den einen ist, der nicht noch nicht von Anfang an dabei ist. Und wer nicht weiß, am Anfang war es halt so, dass Counter-Strike ja nicht wirklich Bomb Diffuse Maps hat. Die hatten nur Hostage Rescue Maps, deswegen CS, das war der einzige Modus. Gut, es gab vier gleichwertige Modi, die gespielt wurden, aber die beiden haben sich ja halt durchgesetzt, beziehungsweise wer spielt denn noch Hostage Rescue Maps? Manchmal spielen wir das ja auch noch. Aber okay. Also, jo, währenddessen, während ich so ein bisschen über Counter-Strike laber, seht ihr auch so die Map. Ich bin jetzt gerade mal über B, wo man natürlich schön rushen kann, Richtung CT Spawn gerannt. Kann den jetzt zum Beispiel hier auch schön die Headshots geben, wobei für Long Range wisst ihr mit Glock braucht man zwei Schuss. Und meine Settings sind natürlich brillant, denn die Bots werden wieder replaced. Also wir sind jetzt hier, jetzt wisst ihr, wo B ist. Dann gibt es natürlich hier auch noch, was natürlich ganz gut für CTs zu wissen ist, das wunderschöne Pit, worüber man dann auch wieder Richtung B kommt. Es gibt ja auf jeder Map A und B. Dann kommen wir hier über quasi Door. Hier ist dann quasi Door. Das hier ist, ja, wie sagt man dazu? Der Weg zu B. Dann geht es hier in den Connector. Hier geht es hoch ins Pit. Muss man sich aber hochboosten. Andersrum kann man auch rausspringen, wenn man da einfach langläuft. Wenn ich jetzt hier stehe und dann hier so rumlaufe, komme ich in Richtung Connector, in Richtung Mitte. Hier ist die Mitte. Und so ist halt jede Map aufgebaut. Es gibt immer Mitte, es gibt immer B, es gibt immer einen Weg zu B. Es gibt immer das Pit, das in dem Fall Richtung B und Richtung Connector zeigt. Dann gibt es den Connector, den gibt es ja auch auf jeder Map. Könnt ihr mir schreiben, gibt es einen Connector? Gibt es eigentlich wirklich auf jeder Map? Dann gibt es hier, ja, das hier. Kommt man ja hier auf A. Über die Mitte kommt man easy auf A. Das hier ist übrigens der A-Spot. Die CTs kann ich euch auch mal zeigen, wie man da hinkommt. Also wenn die hier lang laufen, sind die recht schnell auf A. A ist halt nie ein Spot, den man leicht rusht. B ist der Spot, den immer ganz gut rushen kann, weil man da relativ zeitgleich ankommt.
Dann habe ich, was ich jetzt euch schon vorenthalten kann, kommt hier über Meteor, gibt es hier diesen Switcher, worüber man easy rüber auf kurz kommen kann. Das ist kurz. Als T hat man dann etwas weiteren Laufweg. Man muss halt hier über auf kurz gehen oder man geht halt tatsächlich hier lang auf lang. Und das heißt lang, weil es sehr lang ist, no homo. Hier kommt man auch Richtung kurz auf Onspot. Beziehungsweise hier geht es auch weiter Richtung dem erweiterten Kurz. Und wenn man lang durchgeht, kommt man natürlich auch auf den Spot. Und die CTs haben eigentlich auch einen relativ weiten Laufweg, um auf lang zu kommen. Das sind ja so die Calls, die es eigentlich auf jeder Map kennt, gibt. Also ich rede jetzt nicht von Hostage Rescue Maps, sondern nur von diesen Bomb Defusion Maps. Also A, B, kurz, lang, Mitte, Sniper Nest bzw. Pit, B, Go, Spot, keine Ahnung, Connector. Und ja, das sind so die Spots. So, aber ich will nochmal kurz was sagen, wie meine Essentials jetzt aufgebaut sein werden. Und zwar werden die wie folgt aufgebaut sein. Ich kaufe mir übrigens mal ein paar Waffen. Wir fangen erstmal an, wenn wir eine neue Map behandeln, mit dem groben Map-Aufbau. Das heißt, wir schauen uns die Map mal von oben an. Gut, bei Biome ist das von oben anschauen immer so eine Sache. Und den Spawn-Times, was jetzt auch gleich noch kommt, was ich euch auch gleich mal zeigen werde, wenn ich jetzt hier einen Top-Spawn, wie gesagt, hier habe. Und jetzt hier loslaufe auf B, wo dann die Gegner sein werden. Und wenn ich jetzt hier so hinlaufe, so langlaufe, bam, 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 so, und hier stehe. Wenn ich jetzt hier bin, zum Beispiel, dann sind die CTs etwa, ja, dann sind die, wenn die bestenfalls so hier, alles was so hier ist, also die können schon seit sein, aber die können zum Beispiel jetzt noch nicht hier stehen, die können auch noch nicht hier hinter der Kiste stehen, beziehungsweise das ist ja auch hinter der Wand, oder hier in der Ecke. Kann auch noch keiner stehen. Das heißt, wenn ihr sehr schnell seid, dann könnt ihr euch immer sicher sein, wenn ihr immer da hinguckt, außer die smoken halt, also wenn die jetzt hier eine Smoke legen, dann kann man das nicht unbedingt einsehen. Aber ansonsten kann man easy hier abaimen und dann hat man auch keine Angst, dass man zwei Poses abaimen muss. Also da kann man einen recht schnellen Pick landen. Allerdings sollte man da nicht alleine hingehen, denn wenn einer vom Connector kommt, hier so kurz Tür aufmacht, du stehst jetzt hier. Und dann macht er hier einen Pre-Fire und du bist halt down. Da muss man aufpassen. Und genau dasselbe ist natürlich von Mitte. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Also wenn ihr hier steht, da kommt, also wenn ihr quasi hier steht, wenn die Ts von kurz hier hochpushen und die Ts hier sind, CTs hier sind, dann kommt ihr quasi auch hier. Also ihr crosst euch genau hier. Das heißt, wenn die da um die Ecke pieken, seid ihr hier. Ihr könnt noch nicht Mitte stehen. Das heißt, für die CT ist ganz geil, da wird hier ganz oft eine AWP stehen. Da müsst ihr aufpassen. Genau dasselbe gilt natürlich auch für Lang. Also Lang, ihr wisst Bescheid. Beziehungsweise, was nicht, das gilt halt nicht für kurz. Das heißt, wenn ihr jetzt hier langläuft und hier lang geht, Richtung kurz, dann kann der noch nicht sein. Also wenn ihr jetzt lauft und exakt hier crossen die quasi hier rum. Also ihr würdet, wenn die hier sind, seid ihr quasi schon hier. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr mit euch mit AWP als Ts einfach mal hier hinstellen und abaimen oder hierhin. Wobei, das ist die Sache, wenn ihr dann nämlich so rüber strafet, können die dann schon recht schnell kommen. Und ihr wisst, müsst ihr erstmal die Waffe in die Hand nehmen, von Knife auf Waffe switchen und da müsst man, das muss man ganz gut timen. Das könnte sogar dann zeitgleich sein, hängt dann auch immer von den Spawn-Times ab. Oder ob einer hin Bunny hoppt, dann sieht es natürlich anders aus, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass im Matchmaking-Bereich jemand Bunny hoppt. Das findet man dann eher so in Ezea-Elo oder in Faceit, wenn man ganz hohe Rank spielt. Genau, und jetzt Richtung B, Richtung Lang. Würdet ihr euch dann wahrscheinlich hier in etwa crossen. Das heißt, hier crosst ihr euch. Das heißt, wenn ihr jetzt hier so lang geht, natürlich wenn er pusht, könnt ihr auch schon mal hier um die Ecke kommen, aber hier würdet ihr euch etwa crossen, also hier in dem Dreh. Das heißt, ihr könnt problemlos auch hier abaimen, aber hier könnt dann halt schon der Erste stehen, aber ihr braucht jetzt nicht die Sorge zu haben, dass wenn ihr jetzt hier lang aufbaut, dass hier schon einer steht. Das geht nicht.
Wenn ihr jetzt hier so seid, könnt dann halt hier jetzt einer schon um die Ecke kommen. Dann kann man dann schon mal schön hin prefeiern. Ja gut. Oder steht halt hier und aimt dann hier so ab. So, hier, irgendwie so. Der sieht euch dann halt auch. Also wenn ihr jetzt hier so pusht und steht hier einer. Der ist jetzt ein bisschen niedrig. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Ja, genau. Auch wenn er da hinten lang läuft, ihr seht den halt. Dann könnt ihr dem schön geben. Genau. Das war's eigentlich zu diesem Video. War jetzt ein bisschen umfangreicher, aber ich musste sehr viel am Anfang erklären, weil ich jetzt ein neues Format, also ein neues Format, aber ich fange jetzt wieder damit an. Und auf Biome fangen wir halt dann richtig an. Kommt man hier hoch? Ne, da kommt man definitiv nicht hoch. Also wir fangen an immer mit der Tierseite und mit der City-Seite. Am Anfang werde ich noch ein, zwei Videos machen, also immer den Map-Aufbau in der ersten Folge. Und dann in der zweiten Folge zeige ich so ein bisschen die Pistol-Round, also wie man sich auf T und auf CT in der Pistol Round verhält. Und dann werde ich zu T-Side und zur City-Side kommen und die Spots einzeln dann auch abarbeiten. Wo ich euch dann halt quasi zeigen werde, wie kann man welchen Spot gut rushen, wie kann man welchen Spot smoken. Das heißt, wir werden das Side unterteilen, also A- und B-Side unterteilen. Und ich denke mal, das ist der Way to go für die nächsten Folgen und klingt auf jeden Fall ganz nice. Also das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Es ging ein bisschen länger, aber ich denke mal, fürs erste Mal ist das auch noch erlaubt. Das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und tschüss.